Na. Na? Was glaubst du, welche Rolle spiele ich an diesem Fest? Das Opfer? Schon als kleiner Junge hat er mit dem Kunstturnen angefangen, knapp 2 Jahrzehnte lang an nationalen wie internationalen Wettkämpfen teilgenommen und schaffte es bis in die 2. Bundesliga. Seine Fähigkeiten nutzt er als Akrobat und Stuntman. Bei einem Auftritt in der Live-Show Wetten, dass brach er sich 4-mal das Genick. Seitdem ist er vom Hals abwärts gelähmt. Trotzdem, Samuel Koch gibt nicht auf. Schließt als erster Rollstuhlfahrer Deutschlands sein Schauspielstudium ab, schreibt mehrere Spiegel-Bestseller, ist in unzähligen Rollen im Theater, Film und Fernsehen zu sehen. Für seine erste Kinohauptrolle wird er als bester deutscher Nachwuchsschauspieler nominiert. Mit seinem Verein setzt sich Samuel für Familien in Notlagen ein und richtet damit den Scheinwerfer auf diejenigen, die sonst im Schatten stehen. Wie man Krisen bewältigt, sich täglich neu motiviert und warum Probleme lösen glücklich macht, das sind nur einige Themen, mit denen er als gefragter Speaker unterwegs ist. 2023 ist es soweit. Samuel geht auf Tournee. Mit seinem Programm Schwerelos, wie das Leben leichter wird. Er bringt Menschen zum Lachen und Weinen, regt zum Nachdenken an, unterhält, bewegt und überrascht. Samuel Koch. Was für eine Rolle? Du denkst vielleicht, der traumatisierte Junge? Nein, ich habe dieses Stück geschrieben. Und meine Figur hat kein Interesse daran, diesem ganzen Gerede über Trauma zu glauben. Du denkst, das ist eine Glaubensfrage. Ja, genau. Ich glaube, dass jeder selbst verantwortlich ist für sein Handeln. Ich glaube, dass sich jeder für oder gegen seine Vergangenheit entscheiden kann. Jeder kann sich entscheiden, in die Fußstapfen reinzutreten oder eben nicht. Ich habe mich ziemlich gründlich mit den wissenschaftlichen Fakten auseinandergesetzt, der Psychosomatik, aber auch mit Genscheren, Präimplantationsdiagnostik, Epigenetik und so weiter und auch, wie man Menschen mit meiner Diagnose in Zukunft vermeidet. Und die Tatsache, dass man gewisse Gene an- und abschalten kann, ist ja bedingt schön und gut, aber sobald das ganze Gerede über Traumata auf eine spirituelle Ebene gehoben wird, da bin ich raus. Da schalte ich ab. Eine hochkomplexe Erfahrung wird brutal vereinfacht. Da geht es dann plötzlich nur noch um Projektionen, vielleicht noch um Identitäten, aber im Grunde immer um Projektionen. Und denn, wenn jetzt, so wie hier, jetzt ihr mich anschaut und irgendwas projiziert und mich anstarrt, dann grinse ich einfach dreckig zurück. Es ist so leicht, an den Menschen anzusehen, wenn sie Angst haben vor dem Unbekannten oder Mitleid. Ich glaube nicht, dass geteiltes Leid halbes Leid ist. Geteiltes Leid ist doppeltes Leid. Es potenziert sich und das bringt niemandem was. Im Gegenteil.
Da sitzt es auch schon. Dieses Schuldgefühl. Gleich hier in der ersten Reihe. Ich brauche dich überhaupt nicht. Bitch. Es will mir einreden, dass ich es brauche. Warum sollte ich dich brauchen? Du bildest dir ein, es braucht dich, damit Veränderungen passieren. Es braucht dich, damit Menschen unter Druck leben, ja? Du bildest dir ein, es braucht dich, weil du mich zum Denken und Handeln zwingst. Bildest dir ein, dass sich mein Inneres nur rausquetscht, wenn du auf mir rumtrampelst. Aber das ist nicht so. Ich kann ohne dich denken, ich kann ohne dich handeln, ich kann ohne dich meine Persönlichkeit formen, genauso wie ich es will. Ich brauche dich nicht. Niemand braucht dich. Du bist ein Fluch, der sich von Generation zu Generation überträgt wie ein Parasit und sich in den Köpfen und im Gewissen der Menschen festfrisst. Du willst uns einreden, dass du der entscheidende Unterschied bist zwischen Mensch und Tier. Aber vielleicht ist da gar kein Unterschied. Vielleicht sind wir auch nur Tiere ohne Gewissen. Und deshalb auch ohne Schuld. Oder? Wir haben Samuel schon einige Male auf einer Bühne sehen dürfen. Wir haben dich gesehen in Samuel, wir haben dich schon ein paar Mal sehen dürfen auf einer Bühne, auch in Stücken, die keine leichte Kost sind. Du hast Goethes Faust gespielt, Judas. Was war das gerade? Ja, das frage ich mich auch. Das war eine Reaktion auf die Vorredner. Nein, das war im Grunde tatsächlich, darf ich gerade unweit von hier an dem tollen Haus der Münchner Kammerspiele ein Stück spielen mit dem Titel Hungry Ghosts, Regie und auch Dramaturgie hat geführt, beziehungsweise Autorin war die französisch-polnische Regisseurin Anna Smola und ich durfte dort sowohl als Schauspieler aktiv sein, aber auch als Co-Autor und das war eine kleine Rezitation aus diesem Abend, Hungry Ghosts, mit dem Untertitel Eine Farce über komplizierte Biografien und es behandelt ganz genau dieses Thema, um das es heute auch schon gegangen ist, nämlich dass der Traumata im genaueren noch, man hat es vielleicht etwas rausgehört, dass der generationsvererbten Traumata und es will hier gar nicht so viel Schleichwerbung machen, aber es hat irgendwie so ganz gut gepasst an den heutigen Tag, in das heutige Thema mit der These, die auch in diesem Stück zugrunde liegt, dass eben Traumata irgendwo einen Riss und eine Verletzung von Verbundenheit darstellen. Und ich habe Herrn Hartl eine glückselige Gottesbegegnung und einen schönen
Moment, den ich gerne schildern und mitbringen wollte, angeboten und eine Publikumsbeschimpfung. Und da hat er sich für die Publikumsbeschimpfung entschieden. Das war scheinbar dein Applaus, Johannes. Stichwort bewegte Biografien. Du hast auch eine bewegte, nicht unkomplizierte Geschichte. Oder sehr unbewegte auch, ja. Ja, ja. Stichwort Trauma. Ja. Hast du auch ein Trauma? Du hast die Zeit im Blick. Wie viel Zeit habe ich noch da? Wir haben noch Zeit. Wir haben noch ein paar Minuten. Nur ein paar Minuten. Also man spricht ja auch in der Medizin von Traumata, auch wenn Verbindungen gerissen sind, zum Beispiel Rückenmarksverbindung. Aber meine Traumageschichte beginnt schon sehr früh. Deswegen frage ich nach, ob wir jetzt noch 2 Minuten oder 7. Und ein Trauma folgte irgendwie so dem nächsten. Ich habe echt so ein Kindheitstrauma, da will ich gar nicht zu weit drauf eingehen. Da ist echt so einiges schiefgegangen. Kann man niemandem Schuld geben, außer vielleicht den Babysittern. Da war ich echt so als kleiner Bengel mit meinen damals noch 3 Geschwistern alleine. Und wie gesagt, das hat mich sehr geprägt. Danach hatte ich ziemlich lange, ziemlich viel Albträume und immer geschlafwandelt und war sehr verzweifelt und hatte sehr viel Angst. Richtig, richtig viel Angst. Angst vom Dunkeln, Angst vor der Nacht, Angst vom Schlafengehen. Und daraufhin habe ich dann irgendwann ein sehr fahrlässiges, naives Gebet gesprochen. So, lieber Gott, wenn es dich wirklich gibt, der du da bist, von dem ich im Kindergottesdienst gehört habe, dann bitte mach, dass ich endlich keine Angst mehr habe. Und das hatte wirklich, klingt jetzt banal vereinfacht, aber es war fast ähnlich banal. Und ab diesem Zeitpunkt hatte ich keine Angst mehr. Nie wieder. Und das wurde mir zum Verhängnis bis heute. Habe ich einfach vor gar nichts Angst einfach. So gut wie vor gar nichts. Wie gesagt, ein Trauma bedingt das andere, dann bin ich wieder so furchtlos dann als Kunstturner, Akrobat und Stuntman losgezogen und das hat mir das nächste Trauma einbeschert. Jetzt sitze ich da in dem Rollstuhl und ich finde es sehr spannend tatsächlich, dieses nach wie vor für mich auch Mysterium der Traumas. Ich habe zwar gerade so großkotzig gesagt, ich habe keine Angst vor nichts, aber ich merke zum Beispiel, wenn ich bin echt ein schlechter Beifahrer und bin meistens Beifahrer und da merke ich so an, oh, ich sehe gar nicht die linke Flanke der Menschen, hi. Da merke ich so, wenn sich ein Auto sehr schnell herannähert an unser Auto oder an mein Auto und ich das nicht so kontrollieren kann und das auch manchmal plötzlich passiert, dann ist es durchzuckt es manchmal meinen ganzen Körper. Und das ist schon faszinierend, weil dann meine Beine kribbeln, meine Füße kribbeln, meine Hände kribbeln, die ich eigentlich sonst nicht spüren kann. Das finde ich schon sehr faszinierend. Und da merkt man natürlich wieder mal, Sportartikelhersteller Essex, Anima Sano, in corpore sanus, gesunder Körper in gesundem Geist, wie Körper und Geist zusammenhängen und da irgendwo in meinem Körper wohl schon noch sowas wie Trauma sitzt und ich dann vielleicht doch irgendwie sowas wie Angst habe, vielleicht nicht Angst vorm Tod oder so, aber vielleicht Angst davor, nach so einem Autounfall noch kaputter hervorzugehen, als ich es eh schon bin. Das ist so diese körperliche Erfahrung mit Trauma und dann auch für dieses Stück an den Münchner Kammerspielen habe ich mich wieder vermehrt damit beschäftigt. Absurderweise nächste Woche am Kirchentag in Nürnberg wird es auch wieder darum gehen. Scheint irgendwie die Menschen zu beschäftigen und seine Berechtigung zu haben. Haben wir jetzt heute, wie ich finde, sehr horizontal auch schon über dieses Thema gesprochen, wissenschaftlich und für mich. Ich feiere ja auch Physik, Natur, Gesetze und dergleichen und glaube auch so an Energieerhaltungssätze und da finde ich es dann total schwierig, wohin mit all dieser furchtbaren negativen Energie, die ja spürbar auch in dem Körper und im Mensch und der Seele steckt, wie sie sich auflösen kann. Und jetzt habe ich dann wirklich Angst um die Zeit. Du auch? Wir kommen zum Ende. Du schwitzt.
Da nickt er väterlich. Na, und ich freue mich, also für mich ergibt sich, um das abzuschließen, aber vielleicht sehen wir uns noch im Foyer und können später noch ein bisschen darüber quatschen oder so. Für mich löst sich dann all dieses blutrünstige Unterfangen, wo es dann, da ging es ja gerade auch drum, um Schuld, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, wie sich Schuld einfach so selbst auflösen kann, auch die generationsübergreifende Schuld, die man sich so auflädt und wie man, man hört oft, du musst dich selbst vergeben und so, denke ich immer, aha, das soll also gehen, gut, ich steche den oder jenen, aber ich vergebe mir das wieder selbst. Das ist jetzt ein radikales Beispiel, aber ich weiß nicht so recht, ob das tatsächlich gelingen mag. Und ich mag dann sehr gerne dieses Bild auch, oh wei, jetzt schwitzt er schon. Bild, wenn ich früher als Rollerfahrer von der Polizei angehalten wurde und mich schuldig gemacht habe, weil ich zu schnell gefahren bin, dann kann dieser Polizist nicht gerecht und gnädig in einem sein, weil wenn er sagt, du musst jetzt die und die Strafe zahlen, dann wäre das gerecht. Wenn er sagt, ah, ich kenne dich, du bist ja der Turner, ich lasse dich weiterfahren, dann wäre das ungerecht, aber gnädig. Er kann nur beides sein, wenn eine dritte Instanz hinzukommt und sagt, ich erlasse dir dein Bußgeld und deine Schuld. Und so begegne ich auch dem Thema des Traumas und deren Auflösung, wenn es denn dann möglich ist. Nicht nur auf einer horizontalen, sondern auch einer vertikalen Ebene. Und das finde ich unfassbar erleichternd und schön. Samuel, du hast uns heute leicht verstört. Entschuldigung. Ja. Mich tatsächlich ein bisschen zum Schwitzen gebracht, aber wir sind reich beschenkt. Samuel, danke, dass du da bist. Großer Applaus, Samuel Koch. Dankeschön. Ciao.